Wunderschönen guten Morgen. Ich nehme gleich eine neue Podcast-Folge auf und zwar zum Thema Gerüchte. Ich mache euch hier mal so einen Fragensticker rein. Dann beantwortet mir sehr gerne mal, was ihr schon mal für Gerüchte über mich gehört habt. Dann werde ich da mit meiner Schwester drüber sprechen und sagen, ob die Gerüchte wahr sind oder ob die komplett erfunden sind. Ich bin sehr gespannt. Ja, und danke schon mal. Ui. Ah! Ja, langsam ist jetzt nicht unbedingt. Wunderschönen guten Morgen. Ich werde mich jetzt mal wieder ein bisschen mehr hier auf Instagram melden. Die letzten Tage war wirklich sehr viel los. Unter anderem stehen ja bei uns auch Umzüge an. Jetzt gleich kommt noch der Umzugwagen und wir werden Tanjas alte Wohnung leerräumen. Da bin ich natürlich am Start. Und ansonsten sehr viel Möbel shoppen und auch Möbel für Spanien planen, shoppen, einkaufen. Ja, das ist echt gerade so ein Riesenpunkt bei uns, der aber natürlich großen Spaß macht. Und ja, jetzt geht's los. Wer ist tot? Wir haben eine besonders lustige Idee und zwar dachten wir uns, dass die Tanja jetzt fünf Fragen über mich beantwortet und dass wir es irgendwann auch nochmal andersrum machen auf ihrem Account, aber stellt gerne mal eine Frage an sie, die sie über mich beantworten soll. Er ist 1,86 groß. Ja. Und wo bin ich geboren? In Port. Richtig. Also, ich würde nicht sagen komisch, aber es ist auf jeden Fall ein Tick und das kommt so 10 bis 20 Mal am Tag und zwar, ich muss dir nicht mal sagen und dann weißt du schon, welchen Tick ich meine. Welchen Tick? Ja. Mit dem Pfeifen? Ja. Mein RTL macht er so 20 Mal am Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Boah, ich habe mich jetzt 2 Tage nicht gemeldet. War so ein bisschen was los und dann war das auch in Ordnung, dass ich mich mal nicht gemeldet habe. Ja, wir fahren jetzt in meine alte Wohnung, um die auszuräumen. So ein bisschen emotional für mich. Ich weiß nicht, ich glaube, weil ich irgendwie, also es ist so, ich habe das alles alleine geschaffen und die Möbel alleine gekauft und alles so, ja, einfach so komplett alleine und ich weiß nicht, ihr könnt euch wahrscheinlich die ihre eigene Wohnung haben und ohne halt irgendwelche Hilfe, also natürlich wahrscheinlich ihr alle, könnt es wahrscheinlich verstehen und ja, ich war schon sehr stolz drauf und deswegen ist es so ein bisschen emotional alles für mich, aber ich freue mich natürlich auch sehr. Ja, und das machen wir jetzt alles Stück für Stück, ich habe noch ein bisschen Zeit daraus zu sein, aber ja, sehr klar, ne? Also ich komme ja aus Wuppertal und dann halt nach Köln zu ziehen und so, ist alles so ein bisschen eine krasse Veränderung. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, also nichts gegen Wuppertal, aber ich glaube, wenn man da geboren ist, ist jede andere Stadt 1000-mal krasser. Ich finde jetzt Wuppertal nicht ultra hässlich. Na, wir haben auch eigentlich, also es ist eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, ich hate immer so gegen meine eigene Stadt, aber eigentlich ist Wuppertal cool, aber auch irgendwie nicht. Ja, was ich da noch nicht gemacht habe, ist meine Klamotten aussortiert. Ich hatte das nämlich immer so, ich habe meine Wintersachen, habe ich immer auf meinen, also ich habe mir, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen soll. Ich habe natürlich alles selber dran geschraubt und so sieht halt auch meine ganze Wohnung aus, ne? Also ich bin gar nicht so schlecht, was das angeht. Nur ist halt alles so ein bisschen wackelig, ne? Und ja, dann habe ich halt immer meine Wintersachen, meinen Kleiderschrank, also ich hatte so einen offenen Kleiderschrank gehangen und meine Sommersachen dann zum Beispiel unter das Bett. So war das halt immer und so habe ich das dann immer getauscht, je nach Jahreszeit. Und ja, ich habe total vergessen, was ich da alles habe an Klamotten. Ich muss auf jeden Fall alles mal aussortieren und ja, vielleicht nehme ich euch gleich mal ein bisschen mit.